Leute, herzlich willkommen heute. Ultra wichtiges Spiel versus Atletico Madrid. Oh. Ich packe gerade meinen Koffer, den Hoodie ziehe ich gleich an und Trikot darf natürlich nicht fehlen. Und es geht wieder ins Camp Nou. Vamos! Bevor es aber nach München zum Flughafen geht, erwartet mich aber hier noch ein geiles Frühstück von Mutter Barca. Oh Jungs, schaut mal. Lecker gebratene Eier und sogar ein Kuchen. Ja, Digga! Oh Leute, was ist das für ein wunderschönes Wetter hier. Da bekommt man direkt super Laune. Ich bin jetzt hier schon am Airport und Freunde, der beste Kameramann übernimmt das Auto für ein paar Tage. Der Hund wartet doch schon auf dich, Maxi, für ein paar Tage. Viel Spaß. Hast du Ticket? Ciao. Ja, ist im Auto. Digga, wie du aussiehst. Ich schwöre, wie der von Ice Age, Digga. Was war das eigentlich für ein krasses Wintertransferfenster für Barca? Aubameyang, Dani Alves wurde auch registriert, Ferran Torres von Man City und noch Adama Traoré. Das absolute Muskelpaket des Grauens. Ich bin so gehypt auf den. Und das Geilste ist, der Kader für das Spiel ist schon draußen und jeder neue Transfer ist dabei, Leute. Oi, oi, oi. Let's go. Erstmal den Koffer spawn trappen, beste Leben. Hola, al Hotel Melia, que está cerca del Camp Nou. Freunde, tut mir leid, dass in letzter Zeit ruhig war auf meinem Kanal, aber ich habe einfach einen körperlichen und vor allem auch mentalen Reset gebraucht. Aber jetzt geht's wieder richtig los, die nächsten Monate werden insane, auch mit Champions League und so. Let's go. Angekommen, Sonne ist leider jetzt schon nicht mehr zu sehen. Ich bin heute in einem anderen Hotel, Freunde, als sonst. Morgen ist dann Matchday, aber das Hotel ist auch ganz in der Nähe vom Stadion. Ich habe Glück, ich habe ein Zimmer bekommen in der 14. Etage. Müsste eine coole Aussicht haben. Boah, Digga, sieht edel aus. Kleine Roomtour. Ja, gehen wir mal direkt durch. Fernseher ist am Start. Bett, gleich machen wir wieder einen Sprung. Oh, erstmal Aussicht gucken. Warte. Oh, wir sehen sogar den Berg hoch, Freunde, da wo der Tibidabo ist. Warte mal, kann ich das komplett aufmachen? Tschüss, Digga, das ist ja richtig gefährlich, ohne Sicherung. Lol, normalerweise ist doch immer hier so ein Gitter, Digga. Oh mein Gott, ist das... Alter, Leute, das ist nicht für schwache Nerven. Holy shit, ist das hoch, Digga. Boah. Ey, aber richtig geil, muss ich sagen, ne? Sehr, sehr coole View. Oha, Badezimmer ist ja riesig, sogar mit Wanne und Dusche. Ach so, lol. Digga, wie viele Einbauschränke sind denn hier? Let's go. Der Plan für den restlichen Abend ist es gleich noch, dass ich mich mit ein paar deutschen Barca-Fanclub-Mitgliedern treffe. Die habt ihr auch schon in anderen Vlogs gesehen. Wir lassen den Abend noch entspannt ausklingen, gehen was essen. Apropos, Julian Draxler und sein Geschäftspartner haben mir ihr gemeinsames Haarwachs geschickt letztens. Digga, das ist so geil. Auch Neymar und so, alle haben das in ihre Instagram-Story gepostet. Ich benutze das auch jeden Tag und das riecht so geil, ne? Ja, Leute, Haartutorial. Spaß. Die Props gehen auf jeden Fall raus. Ich steppe jetzt zu den Jungs, gucke ich hier nebenbei auf dem Handy, Bayern gegen Leipzig. Wie kann man nur so fußballverrückt sein, ne? Warum haben eigentlich Palmen so einen krassen Effekt, ne? Man kann nicht schlecht gelaunt sein, wenn man die sieht. Gönnt euch mal, wie edel das Restaurant von außen aussieht. Hier kann man richtig nice Meeresfrüchte snacken. Ach, da schwimmen sie, ne? Oh mein Gott, die snacken wir gleich, oder was? Nice. Wie cool ist das denn? Die Legende Eto'o war ich hier schon. Messi auch am Stüssel mit Deco und Neymar, als noch richtig jung war. Dani Alves auch noch. Hier noch ein ganz, ganz junger Raul von Real. Also wenn sogar Madrid-Spieler hier in Barcelona essen gehen, heißt das was. Digga, wo sind wir hier gelandet, Mann? Wie sieht denn das hier aus? Ich habe jetzt hier frittierten Tintenfisch bestellt mit weißem Reis. Digga, das sieht ja richtig interessant aus. So eine schwarze Brühe, Digga. Dann noch Paella. Oh, lecker. Wenn Messi hier gegessen hat, muss es gut sein. War lecker, sehr gut. Ey Leute, das Restaurant war so lecker, ne? Schau mal, Xavi Simons, Puyol, Diego Simeone, Pochettino, Laporta, der Präsident von Barca, Ronaldinho sogar noch, ey, wie cool. Iniesta. Oh, stimmt, Depay auch noch, ja, Mann. Es ist Matchday, Erin ist auch am Start. Wir laufen schon mit den ganzen deutschen Barca-Fans zum Stadion Richtung Ultras. Jawohl, servus. In 2 Stunden geht das Spiel los und es wird gleich so heftige Stimmung sein, ne?
weil einfach das Spiel so wichtig ist. Barca kann mit 3 Punkten auf Platz 4 springen, auf den direkten Champions-League-Platz. Wenn sie verlieren, ist wirklich Katastrophe. Wird insane heute. Sonne auch komplett am Start. Richtig geiles Fußballwetter. Let's go! Schaut mal, wo wir dran vorbeilaufen, und zwar an der uralten La Masia. Hier hat zum Beispiel Andres Iniesta früher gewohnt. Messi zum Beispiel nicht. Der hat ja damals schon mit seiner Familie gewohnt, in so einer Wohnung, was Barca organisiert hat. Was geht denn da hinten ab, ey? Let's go! Oh yeah, baby. Ey Leute, ich habe gerade Real Talk Gänsehaut bekommen, als ich die Fans da hinten gehört habe. Was geht hier ab, Alter? Geil! Leute, wir laufen mal ein bisschen rein in die Menge. Auf geht's, Leute, der Hype ist wieder da, Digga. Neue Transfer. Eigentlich kommt Haaland zu Barcelona. Man muss sie natürlich sportlich als auch finanziell das ganze Paket bieten. Darunter fällt auch die Champions League Qualifikation. Rein geldtechnisch wird Barca das wahrscheinlich packen, weil die ein Investmentfonds bekommen haben. Plus werden sie Anteile bei Media Group verkaufen, machen auch Einbußen beim neuen Stadionprojekt. Es ist wirklich wahrscheinlich, dass wir vielleicht ab Sommer kranke Klassikos haben. Mbappé versus Haaland. Real gegen Barca. Tschüss! Der Ex-Präsident von Barcelona hat auch verraten, dass Mbappé schon einen Vorvertrag unterschrieben hat bei Real. 50 Millionen Euro wird er da jährlich Gehalt bekommen. Und er meinte, er kennt halt Florentino Perez. Also ist eine sehr gute Quelle. Danim el nome Sabdodam! Barca! 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 Oh mein Gott, holy shit! Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zu Haaland und Co. Zwei Jungs aus Österreich und er hat einfach seinem Bruder zu Weihnachten 2 Camp Nou-Tickets geschenkt. Wie krass das denn? Und wir reisen nach Barcelona. Zeit doch noch schnell. Digga, bester Bruder ever. Und Hotel. Also Jungs, viel Spaß. Was tippt ihr? Knappes Spiel, 1-0 Barca. Wichtige 3 Punkte. Und du? 2-1 Barcelona. Ich sag 2-0. Debüto. Okay, machen wir uns. Ciao Jungs, ne? Ich hab hier einen Atletico-Fan gefunden. Ich hab hier einen Terminal Partido. Para? Okay, vale. Mucha suerte. Ciao. Er sagt 2-1 Atletico. Ich bin auch schon durch den Security-Check durch und wow, oh mein Gott, komplett runtergefallen bei der Säule, Alter. Heute gibt es auch eine Premiere und zwar sitze ich das allererste Mal im Camp Nou in der ersten Reihe. Ich habe ein Ticket da ergattert. Ey, servus. Was geht denn? Alles gut. Bestens bei dir? Ja, alles gut. Wir machen das heute. Jawohl. Jawohl. Oh Gott, ich bin aufgeregt, Freunde. Wenn man jetzt hier sitzen würde, wäre man ja schon richtig weit unten, ne? Guck mal. Digga, man ist direkt hier. Aber ich sitze ganz, ganz vorne, erste Reihe. Oh mein Gott. Ich denke, heute wird übrigens Dembélé ein ziemliches Pfeif-Konzert erwarten. Ich werde natürlich nicht mitpfeifen, aber wegen dem ganzen Wechseltheater und so eine Vertragsverlängerung und so. Das wäre natürlich unschön, weil Sport, ich denke, ich kann uns schon noch weiterhelfen, ein halbes Jahr lang. Nein, oder? Oh, Leute, ich sitze hier vorne, glaube ich. Nein, schau mal, der Rasen ist da. Sieht man, dass wie nah das ist? Boah, Digga, let's go. Tengo este, Bikisi. Oh geil, Leute. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Ich kann Flitzer machen. Schau mal, das sind die Fernsehkameras. Was mache ich denn für Aufnahmen heute? Ich war schon oft im Camp Nou, aber das flasht mich jetzt komplett weg. Ich müsste einfach nur von hier so einen kleinen Scuff-Jump drüber machen und zack, wäre ich schon auf dem Rasen. Die schreien von da oben meinen Namen. Liska. Servus! Ich bin hier mit Sarah. Die macht meine ganzen Content für Social Media, für Barca und YouTube. I think it's gonna be a great game. I'm very excited. First game back after 50 days. And yeah. I think we're gonna win 2-1. Alright. I don't know. That's what I think. I said 2-0. 2-0. Yeah. Okay. I hope you're right. I don't want to be right. 2-0 is better. I don't okay. want to be right. We take a victory. We'll take a victory. Oh Leute, Ter Stegen ist gerade eben reingekommen. Da ist er, zack. Und die Startaufstellung von Barca ist draußen. Dembélé nicht von Anfang an, Aubameyang auch nicht. Aber dafür Adama und Ferran Torres vorne. Der Bus von Barca wurde auch richtig krass empfangen von den Fans. Geil. Die Mannschaft von Barca kommt rein, jawohl. Wo sind die Leute? Da ist Alves schon. Das Musti-Paket ist am Start. Oioioi. Das Camp Nou füllt sich auch allmählich. In einer halben Stunde geht's los. Guckt euch mal den an, Junge! Alves! Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein kostenloses Abo da, um die nächste Stahlbox nicht zu verpassen. Als nächstes PSG gegen Real, Champions League und Europa League auf diesem Monat. 2 Spiele. Xavi! Ja stimmt, der wird ja auch gleich hier stehen. Wir landen im Fernsehen, glaube ich. Ey, für mich auch reinschmuggeln. Tschüss! Junge, Mann!
Adama Traoré, seine Waden, Digga, sind ja anders. Oh, da ist Dembélé. Jetzt wird er ausgepfiffen. Ja, die pfeifen wegen Dembélé, Leute. Ober. Moisens. Das hat Barca auch sehr ausgeklügelt gemacht mit dem Vertrag von Ober. Der wird ja für vergleichsweise wenig Gehalt spielen, aber der hat auch eine Abfindung bekommen von Arsenal. Ich glaube, das juckt ihn jetzt eher weniger. Pedri, ey. So ein krasser Spieler auch. Oh, die Spieler kommen alle her zu uns. Vamos! Jetzt sind alle vor unserer Schnauze. Digga, Piqué! Junge, was sind das für Aufnahmen, Leute? Araujo! Jawohl! Wow, vamos! Suarez wird applaudiert hier, Spiel von Anfang an. Es geht los, Leute, die Hymne! Und klamm! Sauf la gem blaugrana! Ona senta gol! Grievolve, da ist er, Luis Suarez, Freunde! Gegen seine Ex-Mannschaft! Komm! Barça! 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 Jean-Felix auch übrigens von Anfang an. Carrasco schon drei Brecher da vorne. Barça! 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 Vamos! Barça spielt erste Seite von links nach rechts. Also gleich werden wir hier Adama sehen und so. Adama! Oh mein Gott! Vor unsere Nase! Adana, Adama! Junge! Komplett Eskalation hier! Dale, Adama! Vamos! Der Typ neben mir ist eine Legende jetzt schon. Geil. Oh, Alves! Dani! Lalalala! Barca! Dani! Scheiß an. Er spekuliert die ganze Zeit hier auf der Abseitslinie. Jetzt ist er Ball. Komm, Adama. Schöner Ball. Doppelpass, Doppelpass. Pedri, Pedri. Oh, Ferran. Ja! Oh mein Gott! Was? Ferran! Super Abschluss, Junge! Schade, mit seinem schwachen Fuß. Alter, es ist so laut hier heute. Diego Simeone hier zur Rechten und links die Legende Xavi. Auf geht's, Adama. 1-0 Atletico, Leute, ich hab's nicht aufgenommen. Nein, Digga, ich hab's nicht gesehen, Freunde, weil der Typ da im Weg stand. Ah, scheiße, Digga. Ah, Carrasco war's. Auf die Seite sehe ich sehr gut von hier, aber halt auf die, wo Atletico jetzt spielt, echt schlecht. Hat Vor- und Nachteile, hier vorne zu sitzen. Egal, die Crowd ist aber trotzdem da. Komm, Traoré. Vamos, Adama. Sehr gut, Traoré. Oh. Schade, Mann, super Aktion, aber der kommt immer vorbei im 1-1, ne, der Adama. Sehr gut, Ober. Weiter, weiter, weiter. Oh. Alves! Was für ein Traumtor! Von Jordi Alba! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Theo, gib was auf! Jungs, was war das für ein Tor? Das ist das beste Tor, was ich jemals gesehen habe im Stadion! Ja! Theo! Oh mein Gott! Leute! Wir sind im Fernsehen, die wir jubeln! Ja! Yeah. Ja, Mann! What the fuck? Eine Minute nach dem Gegentreffer! Ja! Mann. Ich fass es nicht! Was haben wir hier gerade gesehen für ein Traumtor? Was war das? Er haut den Volley ins lange Eck in den Winkel! Ich bin dann mit Schmiss weg! 1-1, 10. Minute! Ich kann nicht mehr. Mejor gol de Alba. Theo. Vamos, Busquets. Bravo. Pedri, komm schon. Auf geht's, Busi. Dale. Frankie. Hey. Komm, Pedri. Super Junge. Geile Aktion. Ah, schade. Komm, komm. Oh, getunnelt. Ah. Der war böse gegen Adama, muss ich sagen. Oh mein Gott. Der ging daneben. Jetzt spiel rüber. Oh, schade. Geil, geil. Digga, der kommt immer vorbei, ne? Adama! Adama, Vorwand! Wow! Wow! Was passiert hier? Was passiert hier? Feuer! Vamos! 20. Minute! Adama wird alles auseinander auf der rechten Außenbahn! Yeah! Yeah, man. Yeah.
17-Jährige mit dem Kopf. Gabi! Gabi! Leute, ich kann nicht mehr, ich hab so Kopfschmerzen. Wenn es so weitergeht, ist ein krasses Vlog auf meinem Kanal. Oh! 2-1. Ich fass es nicht, ne? Alles gut, alles gut, hat er noch gerettet. Schön, Alves. Auf Pedri, auf Pedri. Adama geht. Nein, Pedri. Ah, schade, Mann. Schneller, Bruder. Vamos! Ole! Vamos, vamos! Oh mein Gott, Alter. War das ein No-Look-Pass? La 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 la. Barça! Ach komm, Alter. Was war das denn? Ja, da lacht Pedri wie so ein kleiner Frechfratz, ne? Ja, ja. Schau, wie er lächelt. Adama. Boah, Junge. Ja, schade. Alles gut. Einwurf. Ja, da fällt er vom Stuhl fast. Dani, Grande, Dani! Sehr gut. Was ein Ball von Pedri, Digga, ne? Komm, Adama. Pedri, vor unserer Schnauze, Digga. Ich halte mich hier fest. Schön, Pedri. Geiler Ball. Super Doppelpass. Ah, schade. Trotzdem super. Finale und so, aber diese Eindrücke von der ersten Reihe, unbezahlbar. Boah! La 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 la. 3-1 zur Halbzeit. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Digga, das ganze Stadion dreht durch bei dem Foul. Leute, das ist mit die beste Stimmung, die ich seit Jahren erlebt habe hier im Camp Nou. Ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken. Ich brauche Flüssigkeit, wirklich. Unfassbare Performance. Ich habe keine Worte. Man hat mich im Fernsehen gesehen bei The Zone beim 3-1. Schaut mal, ich mit der roten Jacke, da bin ich. Wie lustig ist das denn? Suarez hat man heute aber auch noch nicht so viel gesehen, ne? Muss man sagen. Hat sich gerade über den Schiri aufgeregt. Boah, super gehalten, Marc! Ja. Suarez! Abseits! Der Schlingel wartet den Videoschuss nicht ab. Ja, war kein Abseits, Freunde. Krass. Aufpassen jetzt für Barca, Digga. Jetzt nicht noch eins fangen schnell, sonst wird's echt spannend. Was ein Debüt, Digga, von Traoré. Und Aubameyang jetzt!
Ach Mann, Digga. Ah, Gabi schon hart im Zweikampf, aber ich mag das an ihm, ne? Dass er so giftig ist. Rote Karte oder was? Was? Immer unten! Nein, oder? Ey Leute, Barca zu 10 jetzt nur noch und das Spiel geht noch 22 Minuten. Gabi beschwert sich hier beim Linienschiedsrichter. Schiri pfeift nicht. Xavi ist auch außer sich. Rote Karte für Xavi. Was? Okay, rot doch für den Assistent von Barca. Diese Stimmung erinnert mich wirklich an die Glanzzeit von Barca. Als ich damals im Stadion war, 2015. Dieser Mann wird gerade so ausgepfiffen von über 90.000, ne? Oh mein Gott! Jetzt kriegt Xavi auf die gelbe Karte. Barca muss noch knapp 8 Minuten durchhalten. Komm schon! Und nochmal, Sabtotum! Barca! 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 Bye bye, Camp Nou, den Tag werde ich nie vergessen. Ich gehe jetzt noch was essen mit den deutschen Barca-Fans. Wir gucken jetzt hier in der Bar noch gleich Real Madrid an, machen ein bisschen Auge. Leckere Pancitos sind auch am Start. Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Der absolute Überburner. Haut rein und gute Nacht.